So. Wir kämpfen gleich gegen zwei Mini-Ausgaben des Bosses. Einmal links und einmal rechts. Noch nicht, erst kommen Spinnen. Spinnen und Fledermäuse. Der Heal hat sein Item vergessen. Und der Tank auch, meine Fresse, ey Leute. Gehen. Ah, ich kann meine Spielzeugkiste aufmachen. Das ist immer ein passender Moment, um meine Spielzeugkiste zu öffnen. Was holen wir denn dieses Mal raus? Die Trommel, meine Gorenverkleidung und leeren Futter geht nicht. Okay. Meine Raketen passt. Juhu! Blum, blum, bum, 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 bum. Da ist ein Geist noch mitgeflutscht. Jetzt gib ihm. Phase down. Und ja. Es läuft ganz okay, würde ich sagen. Es läuft ganz okay. Gott. Jetzt habe ich nicht mehr erwischt, um meine Stapel aufrecht zu halten. So. Bomben, 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 Bomben. So. Jetzt einen langsamen Chaos vom Arkanschlag. Jetzt los. So. Gut. Jetzt kommen dann nach der Fledermausgruppe kommen dann die angesprochenen Minibosse. Es sind keine Bosse, aber es ist der Boss im Mini-Format. Hallo Fledermäuse, hallo du hässlicher Wurm, du Asswurm, ich mach dich platt. Zwei, drei, vier, Meteorkan und weiter geht's. Oh, so voll auf die Fresse. Um auf die 12. So. Wir bleiben natürlich drin stehen. 100k. Kein Problem. Kriegt der Euler hin. Kriegt der Euler hin. So. Wir wollen Schaden auf. Kristall, Prisma. So. Jo. Jo. Jo, 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 jo. So. Fress das. Fress so viel Arkanschaden, wie ihr wollt. Bitteschön, bitteschön, wo es herkommt, gibt es noch mehr? Bitteschön, 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 bitteschön. So. Da kommt der zweite. Hätte ich fast vergessen, ehrlich gesagt. Meine Fresse, ey. So, da ich die Aufladung schon habe, habe ich natürlich schon jetzt extrem viel Schaden am Anfang. Ich muss halt diese scheiß nervigen Schadenszahlen ausmachen, das interessiert mich eigentlich nicht. Weil treffen tue ich ja immer. Es gibt keinen Miss-Hit eigentlich. Mich interessieren dann eigentlich nur noch die Crits, wenn überhaupt.
Stört mich eigentlich nur. So, der Boss, dann kann eigentlich zwei Sachen saugen. Ja, saugen, nicht blasen, saugen. Und er macht so nette Pfützen, da kann man sich einstellen. Und dann tauchen hier und hier seine Kumpels auf, die wir hier besiegt haben, tauchen dann halt wieder auf und machen halt ein bisschen Schaden, die müssen gefokust werden. Und ich weiß nicht, auf was wir jetzt warten. Auf Weihnachten vielleicht. So. Und dann hauen wir das hier noch rein. So. So, das ist jetzt die angesprochene Pfütze, wo man sich reinstellen muss. Aber dadurch, dass er saugt, er macht doch diesen Bodycheck, habe ich vergessen. Ja, der vorher 100k gemacht hat. Macht doch diesen Bodycheck. Und den machen später auch seine Freunde. Das kann eigentlich jetzt chill stehen bleiben. Direkt. Seht ihr es? Können wir eigentlich direkt dort rein. So. Jetzt noch rauslaufen. Und da auch rauslaufen. So, jetzt kommen seine Freunde. So. Fragen wir mal Mana. So, und ich habe halt wieder richtig krass gefällt. Also wenn er. Was ist denn hier los? Alter, ey. Schittig. Oh Mann, ey, der Heal kommt nicht hinterher. Meine Fresse. Los. Alter, du hast Fettgier, Mann. Meine Fresse, ey. Was ist denn da los? So, aber der Heal kommt nicht hinterher. Das ist schon mal echt traurig. Wir können gleich mal aufhören zu healen. Okay, wenn ich da drin stehe, dann ist klar. So. Das Kristallbismar ist einfach endgeil. Kriegt 10% mehr Damage. Und teilt halt alles aus, was auf ihm drauf ist und Schaden. Und ja, kritisch Mehrfachschlag. Was für ein Mehrfachschlag als kritisch drauf. Ja, toll, nice, aber ja nicht geil. So. So, jetzt warten wir noch zwei Mobgruppen auf uns. Ich würde sie sogar fast lohnen, wenn ich im Raid, wenn auf Schaden geachtet wird, dass ich dann auf Frost bei Adds umwechsle oder bei Add-lastigen Bossen. Wobei, das Problem ist halt, beim Arcane-Schlag, ihr habt gesehen, 65 Crit. Ah, das ist richtig krass, ey. Dafür brauche ich zwei Frostlanzen und einen Frostfireball. Das ist einfach. Macht sich, lohnt sich eigentlich fast gar nicht, wenn ich da wechsle. Das muss ich auch noch ausloten. Super. So. Jetzt muss ich mir mal angewöhnen, dass ich beim vierten sofort zack mach. Oh. Kann Geschosse kaufen und weitermachen. 100% Mana. So. Also Crit ist mächtig. Weiß nicht, wieso Crit erst an vierter Stelle steht. So. Passt, alles klar. Habe ich jetzt alle drei Attitüden genommen? Ich glaube schon. Gut.
So. Starten wir mal. Also er kann Folgendes. Er kann das. Da muss man immer so ein bisschen weit wegstehen. Er macht diesen Slash und er macht ein sogenanntes Knochenritual. Da holt er seine Jungs raus aus der Unterwelt und die machen so eine Mauer. Genau die, die hinter mir erschienen sind. Ja, wurscht. Shit, jetzt habe ich angemarkt. Wurscht. Nee, 70k Crit. Können wir nicht mal. So. Ich denke, ich war es dumm, was ich jetzt gerade gemacht habe, weil eigentlich meine Burn-Phase ist vorbei. Ich mache eigentlich so keinen Schaden mehr. Aber ich sitze wurscht. Ich hau jetzt nämlich KR rein. Mein Fell ausgleichen. Hütet euch. Geschöpfe aus Knochen und Schatten. Armee der Toten. Stand ich drin? Klasse. Gesehen 162k. Der arme Heal, tut mir leid. Es tut mir leid, falls du dieses Video siehst, aber ich hatte keinen Bock, mich zu bewegen. Ist so Fakt. 10 Sekunden meine Zeit unterboten. Das ist schön. Und das war's mit dem Dungeon Raider und dem Fellenzocker. Und man sieht sich erneut bald wieder. Ciao.